herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute darf ich euch wieder mitnehmen auf meine Reise zum Projekt. Es ist wieder Catch the Sketch Zeit und wir haben in diesem Monat, also von Mitte Oktober 2024 bis Mitte November 2024, das Thema Herbst in den Farben Monochrom. Dazu möchte ich einen ganz kleinen Ausflug zum Thema Monochrom machen. Ich habe mal das Farbrad von Stamping Up mitgebracht. Und in diesem Farbrad sieht man auch Monochrom. Und Stamping Up hat hier tatsächlich vier Farben oder drei bis vier Farben als Möglichkeit dargestellt für Monochrom. Wenn man aber Wikipedia folgt, ist Monochrom die Anwesenheit von einer Farbe, also Mono. Und das ist auch das, was ich in der Vergangenheit mit monochromen Farbbeispielen zeigen wollte, nämlich wie schön man auch mit einer Farbe eben Dinge herstellen kann. Das wollen wir heute tun. Ich habe mich, passend zum Thema Herbst, entschieden für die Farbe Brombeermousse. Genau. Und ich habe mich entschieden, ich weiß, ich habe das im letzten Monat schon gemacht bei Catch the Sketch, aber ich möchte es nochmal machen. Ich liebe dieses Stempelset. Ich liebe diese Blätter. Insofern möchte ich also auch dieses Mal wieder mit Caring Leaves arbeiten und einen Spruch habe ich aus dem Set Wintervögel und er heißt, jede Zeit hat ihren Zauber. Genau, und wer mich kennt, weiß, wir basteln mit Weiß. Bei Catch the Sketch hast du zusätzlich zu der Farbe, die du dir ausgesucht hast, die Möglichkeit, eine Basisfarbe dazu zu nehmen. Das heißt, du könntest auch mit Schwarz, mit Vanille oder jetzt mit Beige basteln. Zusätzlich zu deiner Wunschfarbe. Aber ich bin ja sowieso ein Kind von Weiß mit Weiß auf Weiß. Also werden wir das auch jetzt nicht ändern. Ich benötige oder ich möchte eine quadratische Karte basteln. Dementsprechend ist das auch der einzige Punkt, an dem ich an dem Kartenende Dinge abschneide. Normalerweise arbeite ich ja mit der vollen Kartenlänge oder mit der vollen A4-Länge. Das mir nur ein bisschen fummelig bei quadratischen Karten. Dementsprechend kürzen wir auf 29 cm und schneiden bei 14,5 ab. Das brauchen wir gleich noch für die Blätter. Und wir falzen hier schon mal bei 14,5. Und bevor wir das gleich zusammen, also umfalzen, bearbeiten wir das gleich erst noch weiter. Was wir noch benötigen, ist ein weiteres Stück. Da habe ich mal hier so einen Rest rausgesucht. Das war mal eine Karte. Die habe ich hier. Machen wir jetzt kleiner. Und ich hätte gerne einen Aufleger im Format 8x8 cm. So. Dann kann die Papierschneidemaschine wieder weg. Meine Idee ist es, hinterher das so mittig aufzusetzen und hier unten drunter soll die Farbe ein bisschen rausplinsen. Dementsprechend fangen wir damit jetzt an und zwar nehme ich mir mal so ein Reststück. Ich nehme mir einen Blending-Pinsel, der hat schon Brombeermousse gesehen, insofern machen wir damit jetzt einfach weiter. Genau, ich dippe kurz ein bisschen in die Farbe ein. Und wenn ich jetzt einfach auf meine Karte gehen würde, dann hätten wir ein Muster vom Blending-Pinsel auf der Karte. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte nur Verwischtes haben. Dementsprechend muss ich jetzt zuerst
die Farbe, die ich gerade aufgenommen habe, auf dem Probestück ein bisschen verwischen, damit sie im Blending-Pinsel eben auch verwischt. Und so drehe ich in beide Richtungen. Und dann seht ihr schon ein Wischergebnis. Auch hier fange ich einfach mittig an und blende dann so viel von der Mitte aus, wie ich denke, dass ich brauche. Ihr könnt zwischendurch auch einfach nochmal das Quadrat nehmen und es so hinhalten und dann gucken, wo ihr noch mehr blenden müsst. Ich habe heute Frosch im Hals. So, und hier auch wieder fange ich in der Mitte an und gehe vorsichtig drumherum. So, noch mal gucken. Es dürfte noch ein bisschen mehr. Also noch eine Runde. Ein bisschen größer werden. Genau. Ruhig langsam beginnen. Die Farbe wird, je häufiger man da drüber geht, eben auch immer intensiver. Schauen wir noch mal. Das sieht schon mal gut aus. Das nehme ich so. So, dann beginnt die Stempelarbeit. Und zwar fange ich an. Da nehme ich mir noch mal kurz was zum Abstempeln. Ich hätte gerne ein bisschen von den Adern hier im Hintergrund. Allerdings ist mir hier auch der erste Abdruck zu dunkel. Also nehme ich den zweiten. Ich stempel einmal woanders ab. Und dann setze ich das einfach hier rein. Das machen wir nochmal. Vielleicht da so. Und den dritten Abdruck. Na, dahin. So, dann schauen wir nochmal. Wichtig ist natürlich auch, dass man hier hinterher auch was von sieht. Ja, der hätte noch weiter rausgekonnt. Da war ich nicht mutig genug tatsächlich, aber das soll mir reichen. Dann legen wir das kurz zur Seite. Wir stempeln den Spruch. Der Spruch heißt, jede Zeit hat ihren Zauber. Den habe ich hier schon mal aufgezogen. Und den können wir einfach auf die Karte bringen. Ungefähr so. Dann können wir das auch schon zum Trocknen zur Seite legen und wir nehmen uns hier das Reststück und dann habe ich aufgezogen die Blätter. So. Und ich möchte gerne, und da nehmen wir uns jetzt wieder unseren Probeabdruck hin oder unser Schmierblättchen. Ich nehme übrigens sehr gerne tatsächlich ein Reststück Cardstock, denn wenn ich das hier so produziere auf einem normalen Grid Paper, also auf so einem Hintergrundstempel, dann geht das irgendwann durch. Gerade wenn man immer wieder dieselbe Stelle stempelt und unser Cardstock ist da sehr viel geduldiger mit uns. Insofern nehme ich immer gerne so ein Reststück Cardstock. Genau. Ich stempel einmal ab, zweimal ab und dann möchte ich es weiter verarbeiten. Das machen wir nochmal. Einmal abstempeln, nochmal abstempeln und dann haben wir noch ein Blatt.
dann nehmen wir die andere Sorte Blätter und auch hier den Hintergrund aber nur einmal abstempeln. So, ein echter Frosch. Dann nehmen wir unsere Outlines und die stempeln wir jetzt nicht mehr vorher ab, die stempeln wir direkt, damit wir da einen schönen Effekt bekommen. Das Gute bei diesen Klarsichtstempeln ist ja, dass man hier schön durchgucken kann und schön gucken kann, wo man das so hinsetzen möchte. Kann ich so einfach. Machen wir mal hier. Ja. Ihr seht, ich habe da oben schon einmal geditscht gehabt, aber das ist alles nicht so schlimm. Bisschen gucken, dass alle Blattteile funktionieren. Und dann einfach beherzt. So, das ist jetzt ein Stückchen zu weit rechts, aber ich finde, im Gesamtwerk sieht man das hinterher tatsächlich einfach überhaupt nicht mehr so deutlich. Von daher macht euch keine Gedanken, wenn euch das passiert. Das ist gar nicht schlimm. So, dann legen wir das auch zur Seite. Das machen wir schnell zu. Das legen wir zur Seite und dann kommt die entspannendste Beschäftigung des Tages, nämlich ausschneiden. Genau. Alles, wo wir leider weder Stanzformen noch Handstanzen haben. Das müssen wir leider ausschneiden, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, einfach immer mal wieder ein Motiv. Ich habe auch angefangen mit den Motiven, die relativ grob auszuschneiden waren, viele gerade Linien hatten und habe mich dann immer weiter vorgetraut zu anderen, feineren Stempelabdrücken. Der Tipp, den ich zum Ausschneiden geben kann, ist, dass ihr eigentlich das Projekt um die Schere bewegt, so wie ich das gerade mache. Ich halte die Schere relativ ruhig und schnapp quasi mit der Schere nur zu und bewege das Papier um die Schere herum. Und dann kann man hier eigentlich ganz prima ausschneiden. Nummer 1. Genau, wenn man mit der Schere jetzt um das Papier drumherum, das wird, kann man auch, aber ich finde, ich habe es mehr unter Kontrolle, wenn ich immer schön dahin gucken kann, wo die Schere durchs Papier geht. Und drehe dann dementsprechend nur das Papier, dass ich auch immer auf dieselbe Stelle gucken kann. Genau. Und wenn man das tatsächlich einfach ein bisschen übt und ein bisschen immer mal wieder ein Projekt ausschneidet, auch wenn es vielleicht Stanzformen gibt, trotzdem das immer mal wieder mit einem Projekt übt, dann geht einem das irgendwann auch flüssiger von der Hand. Aber ich muss auch dazu sagen, auch bei mir gibt es gute und schlechte Ausschneidetage. Es hat ja auch so ein bisschen was
mit der Griffigkeit in der Hand zu tun. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich viel gemacht habe mit den Händen, einkaufen, Kisten schleppen, putzen und dann noch ausschneiden will, dann funktioniert das meist nicht gut, weil ich schon so verkrampft bin in den Händen und weil die Muskeln schon müde sind vom Schleppen oder so. Wenn ich das an Tagen mache, so wie heute, wo ich einfach morgens noch nicht so viel gemacht habe, was die Hände so beansprucht, kann ich besser ausschneiden. Genau, dann sieht man eben auch, wie ruckzuck schnell das geht hier mit dem Ausschneiden. Dieses Motiv ist ja tatsächlich auch noch ein bisschen einfacher als das andere Blatt. Immer ein kleines bisschen drumherum stehen lassen. Schwupp. So. Genau, und dann ist auch schon Zeit, unser Werk zusammenzubauen. Dazu nutzen wir noch ein paar Dimensionals. Hier sind noch welche drauf. Dann brauchen wir noch ein paar mehr. Gucken wir noch mal eben, was wir hier noch so im Angebot haben. Hier ist noch eine neue Dimensional Palette. So. Kleben wir da einfach noch mit drauf. Kein Problem. Dann machen wir die schnell ab. Sechs, so, und richten das hier so ungefähr mittig aus. So, dann haben wir noch unsere Blätter. Und da machen wir das so, dass ich eben nur hier an die eine Ecke des Blattes anklebe. Du kannst, wenn du möchtest, hier noch auf die andere Seite Flüssigkleber machen. Musst du aber nicht. Das hält tatsächlich ja auch einfach durch das Dimensional. Da machen wir das auch. Den setzen wir einfach hier so an. Und dann haben wir hier zwei. Dann machen wir das eine hier nach außen. So, und jetzt brauche ich tatsächlich doch noch mal kurz eben ein bisschen Kleber, um das zweite aufzusetzen. So, und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass wir, weg ist es, da ist er, dass wir in den selbstklebenden runden Akzenten in Metallic-Glanz mit Prachtfarben Brombeermus-Steinchen drin haben. Die setzen wir hier einfach noch mit an. So, und dann brauchen wir nur noch den letzten Schritt, nämlich die Karte zu einer Karte machen.
Gefalzt hatten wir das Ganze ja schon. Das ziehen wir nochmal eben mit dem Falzband ein bisschen nach. Und dann haben wir schon unsere Karte gebaut. Genau. Das ist meine Idee zu Catch the Sketch jetzt im Oktober 2024 zum Thema Herbst und Monochrom. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen zum Thema Ausschneiden, zum Thema Farbfindung, wenn es nur noch um eine Farbe geht. Ich mag die Spielerei mit der Farbe hier sehr, sehr gerne. Man sieht eben einfach die unterschiedlichen Varianten von erstem, zweitem, drittem Stempelabdruck. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt bin ich auf dein Werk gespannt und freue mich, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.